Ein herzliches Moin Moin, liebe Zuschauer. Es ist Mittwoch, der 5. August und der erste Tag von der Gamescom, der Pressetag sozusagen. Ich befinde mich gerade bei den Annual Beyond Studios und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zur Gamescom. Und schauen wir mal, ob alles funktioniert, denn heute gehe ich unter den Namen Annika da rein. Die hier. So, und da sind wir auch schon. Ins Parkhaus gekommen bin ich. Mal gucken, ob ich auch damit reinkomme. Schade, dass die Fahrt nicht in echt so schnell ging wie jetzt im Video, ne? Ja, yeah, danke Annika. Es hat geklappt. Ich bin tatsächlich reingekommen und ich wurde auch schon von den ersten Fans erkannt. Der ist auch illegal hier. Ja, ist auch illegal hier. Wie heißt du heute? Ich heiße heute Annika. Heißt du heute Jan Karres. Von So Behindert. Okay. Und in der Videobeschreibung. Er hat ihn verprügelt und sich die Karte geklaut, hat er mir gerade eben gesagt. Sehr voll. Ich mache jetzt ja auch meine kreativen eigenen Ideen. Oh, wir haben es geschafft. Guck mal, wen ich gefunden habe. Mann, komisch, hallo. Hallo. Oh, ja, da hat er recht, der Film. Hast du denn auch noch was Schönes für mich? Ja, was denn? Was Schönes? Was das Licht oder so? Ja, das stimmt. Scheiße. Guck mal, ist das auch nicht besser. Was ist das denn für Scheiße? Ich hab hier mal diese Lampen aufgestellt. Diese Lampen? Simon. Ja. Was geht? Alles, was zwei Beine hat. Oh! Setz den Sprengkopf mal perfekt. Die Firewall bricht ein. Das Licht am Meer kommt näher und richtet seine Laser. Wow. Jetzt bist du schwanger von mir. Da, ein Laser-Raptor. Naja, fast. Fuck. That's a Laser-Raptor. Der Micha und ich, wir werden jetzt testen, wer besser ist in diesem Ding hier runterziehen. Ich kann nicht reden. Viel Spaß mit gleich. Ja. Muss mir mal, ich kann auch wieder nix. So. Komm, nimm deinen Knochen, Phil. Und jetzt auf die Plätze, fertig. Aber ich bin gerade, ich komme bis zum Ende mit dem. Jetzt. Fertig. Los. Go. Scheiße. Jetzt glaube ich nur bis 90. Ja, ich bin durchgekommen. Ich hab's geschafft, ey. Gut. Auf die Plätze. Go. Scheiße. Oh Gott. Nee. Wir bekommen die ganze Zeit Bier geschenkt, was ist hier los? Alter, ich liebe die Gamescom. Ich liebe die Menschen. Ja, dann raus. So, das war jetzt Tag Nummer 1 von der Gamescom. Ich mache mich jetzt noch auf den Weg zum guten Thorsten, denn der grillt heute. Und ja, mir hat es heute sehr gut gefallen. Und ja, wir schalten einfach mal durch zu Thorsten, würde ich sagen. Niemand von euch so. Hat mir mein Bier geklaut. Jemand hat dir das Bier geklaut, das ist wunderbar. Nein, ich bin jetzt hier gut bei einem Thorsten angekommen. Wir grillen jetzt hier noch schön nom 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 nom. So, Thorsten hat gesagt, ich soll noch was für die Vegetarier und für die Veganer aufnehmen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt den Abend mal ganz locker ausklingen und wir schalten mal weiter in die Lanxess Arena. Bis morgen. Auf dem Weg nach Köln ins Dinner for One Studio. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Immer noch im selben Video wie gestern. Ja.
Ja, der gute Shorty hatte eine Bahnverspätung von über 20 Minuten. Wer hätte es gedacht? Wo man wieder daran sehen kann, dass die Bahn absolut nichts richtig kann. Und ja, oh Freude, jetzt stehen wir gerade im Stau. Und wie es aussieht, kommen wir ein bisschen zu spät zur Videoday-Probe. Wir hoffen natürlich nicht. Wir haben, kommen laut Navi um 10.12 Uhr an, um halb ist die Probe. Wir haben jetzt hier unsere kleine private Probe. Da wollten wir euch ein kleines Stück von zeigen. 1, 2, 3, 4! Irgendwann in der frühen Steinzeit haben wir sind bereit geschrien. Wir waren die Jungs von Final Frustration und unser Weg war noch das Ziel. Das Einzige, was unterwegs verloren ging. Video Day! Oder Leute hier in die Kamera! Hey. Viel zu oft verdächtig nett. Und sie fragen sich, ob das noch YouTube ist oder wie man sowas eigentlich nennt. Mal sind wir Helden und mal Dieben, angeklagt gegen Hochverrat. Alle, die an etwas glauben wollen, Gott ist. Okay, warte. Sollte man das auch gar nicht machen. Oh, da ist der CEO. An mein Herz. Alter. Alles klar? Sau müde. Yo, was geht ab? Wir sind jetzt hier in meiner Hut. Wir haben alle den ganzen Nachmittag gepennt, weil der CEO, der war sowieso schon 50 Stunden wach, so ungefähr. Und Shorty und ich, für uns ist das irgendwie auch nicht so, um 8 Uhr aufzustehen. Jetzt warten wir noch auf den Gnichel, weil wir gleich noch ein richtiges Video drehen wollen. Und beschäftigen uns gerade hier mit dem, mit einer WeFab-Video. Guck mal, er ist am Saufen. Boah, ey. Okay. Hallo. Oh Gott, nimmst du das mit meiner Kamera auf? Natürlich, damit mal die Kamera auch ein schönes Gesicht sieht. Oh. Oh. Schade. Der Wasserchamp baut gerade hier das Set auf. Es ist aufgebaut, das siehst du doch. Hä, aufgebaut? Da fehlt noch eine dritte Softbox, die von hinten reinleuchtet. Wo willst du die denn hinstellen? Ja, da fehlt noch die halbnackte Assistentin im Hintergrund. Auch, na, die ist da. Kameraception. Oh Gott. Oh. Wie cool. Eine Kamera, schaut mal, Leute. Soll ich hier nochmal schnell scheißen? Und dann. Ja. Und da will mir mal einer erzählen, dass YouTuber kann nicht viel Geld verdienen. Ich will gar nicht wissen, was das Ding gekostet hat. Obwohl, ist ein 650D, das ist billig. Das Ding habe ich von meinem blutig verdienten Malergehalt gekauft. Jedes einzelne Teil davon. Da musst du mindestens 3 Jahre gearbeitet haben dafür, oder? 2. Jetzt guck noch mal, was hier. Ich muss Verzeichnungen eigentlich hier rumhängen. Oh Gott. Wasserchamp und Tuddle, oder? Oh Gott, das ist der alte Tuddle noch, den kennen wir ja gar nicht mehr. Eine Mütze. Wer ist denn das? Wie ich einen Pimmel fand. Und jetzt kommt mal wieder der Beweis, dass der Master Chem eine sehr versaute Sau ist. Was haben wir denn hier so drinnen? Aha, Manga Love Story. Ich weiß, dass der Master Chem gerade seine Schüssel voll schreit. Oh ja, stimmt. Sollten wir mal gucken. Das soll mal ein bisschen stören. Oh, ja. Hey, Meister Marmelade, wie lange dauert's noch? Okay. Schwimm nicht so weit raus. Das ist doch nicht der beste Vlog aller Zeiten. Eine Autogrammkarte. Leute, ich glaube jetzt da 3 Autogrammkarten und dann verlose ich ein paar auf meinem Kanal. Also kommt mal alle rüber. Ich will nämlich mehr Abonnenten. Hey, Zio, riech mal meine Hand. Was ist das? Amerikaka. Der Joke wird nie alt. Ja, für das Intro. Dann kommt, muss ich jetzt gleich mit dieser Kamera hier rein und ich tue mal so, als wäre es meine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crazy Records. Heute habe ich gesagt. Boah, das reicht jetzt auch, wenn ich meinen Feed an der Wand habe. Jetzt geht's los. Warum ist das denn? Jetzt habe ich gerade deinen Furz in die Fresse bekommen. Das hat er gerade gefurzt. So an meinem Arsch. Hat er echt. Weil du gesagt hast, wir sollen runtergehen und dann hochkommen. Jetzt weiß ich, was du vorhattest. Du wolltest mir die Fresse furzen! Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Records. Es ist ja gerade diese Videodays-Zeit und deswegen habe ich Besuch aus komplett Deutschland her in meinem Hause. Und ja, wir nehmen es dann auch Crazy Records auf. Oh Gott! Ja, ich vlogge hier, ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber da ich. Das könnte ja gar nichts mit dir sagen. Ich verstehe die gar nicht. Ich und Vloggen, Hilfe. So, das ist verrückt. Intro. So, wir sind jetzt immer noch im Crazy Records drehen, ein Rekord noch und dann sind wir fertig. Die Leute haben hier schon überhaupt keinen Bock mehr. Hä, stimmt doch gar nicht. Und ja, ich stelle die Kamera jetzt einfach mal auf, dann kann ich jetzt noch 2 Blickwinkel schneiden. Werde ich eh nicht machen, weil Multicam mag ich nicht. So, nehmen wir den letzten auf. Größte Pornosammlung. Daniel Gluck ist nicht nur der Besitzer des Museum of Sex. 1, 2, 3.
Das war schon nicht schlecht, oder? Yeah, well, eins, zwei. Wir überrennen jetzt die Bühne! Ja! Yeah.